Als nächstes kommt die Enrichment Chamber. Dann kommt das Öflein. Moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Novos. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen mit den Mechanismenmaschinen. Wir haben es aber leider nur geschafft, eine zu craften, und das war der Purification Chamber. Ich war in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen unter Tage und habe nochmal ein bisschen Osmium besorgt, weil ja, es sah aus, als ob es leer geht, beziehungsweise als ob es nicht langen würde für unsere, für unser Vorhaben hier. Und ja, deswegen war ich nochmal kurz unter Tage und dachte mir, komm, das brauchst du nicht zeigen. Das ist nicht so relevant. Das ist eher langweilig. Ja, und wir werden jetzt heute in der Folge weitermachen mit den Mechanismenmaschinen, beziehungsweise mit den restlichen drei Stück, beziehungsweise vier Stück, die ich noch craften muss. Wir werden das mal hier kurz Antimechanism. So, den Purification Chamber Hammer. Dann wollten wir uns einen Crusher craften. Dafür brauchen wir noch zwei Lava-Eimer. Die werden wir uns gerade mal noch schnell organisieren. Ich muss nur kurz gucken, wo ich meine Eimer habe. Da, zwei Stück. Perfekt. Wir werden mal ganz kurz dann hier unten irgendwo schauen, ob wir hier schnell jetzt an Lava kommen. Wir könnten rein theoretisch, da wir ja jetzt fliegen können, die Lavaquelle hier wegmachen. Einmal Lava und hier ist dann nochmal Lava. Oh, da ist sogar Gold. Das sollte ich vielleicht gerade sogar mal mitnehmen, wo ich schon mal hier bin. Waren nur zwei Stück. Egal. Können wir gebrauchen. Den Creeper fliegen mal, der schnell mal weg. Oh, da liegt ein Slimeball rum. Keine Ahnung, warum da ein Slimeball rumliegt. Den nehmen wir natürlich auch mit. Gut. Zwei Lava einmal am Start. Schnell wieder raus hier. Wollen keine Zeit verschwenden. Wollen heute auf jeden Fall in der Folge die Maschinen ans Laufen kriegen. Okay, wie gesagt, der Crusher, der braucht dann noch zwei davon. Das habe ich noch alles am Start und im Inventar. Dann können wir jetzt eigentlich hier drauf drücken und Sachen anordnen. Nicht wundern, dass ich das nicht mit Shift-Klick mache. Das nimmt der irgendwie komischerweise so gut wie nie. Und deswegen mache ich das halt dann eher von Hand. Und es funktioniert genauso gut. So, wir brauchen auf jeden Fall definitiv noch mehr Redstone. Wir nehmen uns mal noch einen ganzen Stack hier raus. Das macht ja sonst keinen Sinn. So, als nächstes brauchen wir den Enrichment Chamber. Das ist diese schöne Maschine hier. Wir brauchen mal wieder zwei von den Dingern hier. Beziehungsweise werden wir uns das anzeigen lassen hier. Zwei davon und wir haben es direkt schon wieder verkackt. Wir brauchen Eisen. Wir haben kein Eisen mehr am Start. Und again. Licky. So, zack. Zack. Hier kommt wieder ein Steel Casing hin. Links Iron und eine Runde Redstone. Upsala, was hat er denn hier gemacht für einen Schwachsinn? So wollte ich das tun. Nächste Maschine fertig, nice. So, dann brauchen wir noch den Energetic Smelter. Das ist ein gutes Stück. Dafür brauchen wir Glas. Wir brauchen noch Glas. Zwei Stück, bup. Das ist halt auch sehr einfach zu craften. Wir werden uns das hier wieder schön anzeigen lassen. Zack. Zack. Oh, wir haben nur noch... Okay, warte, das geht nicht. Wir haben nur noch einen Prozessor. Wir haben ja gerade noch mal zum Glück ein paar machen lassen. Dann müssen wir hier nicht Ewigkeiten warten da drauf. Das ist doch schon mal sehr nice, wie schnell das doch jetzt vorangeht. Und ja, freut mich. So, Steel Casing. Zack. Alles klar. So, das funktioniert schon mal. Jetzt brauchen wir rein theoretisch nur noch den Electro-Reed Separator. So, dafür brauchen wir zwei Enriched Alloy, beziehungsweise 4, 5, 6, 7 Enriched Alloy, 7 Stück, 6 Stück haben wir noch, das heißt wir machen da gerade noch schnell ein, beziehungsweise machen wir mal noch 3, wir brauchen das E, und ja, deswegen werden wir das jetzt gerade mal schnell handhaben und verschlauben lassen. Lass uns kurz warten, bis das jetzt hier gerade durch ist. Das, geht ja relativ schnell. Beziehungsweise, wir brauchen ja auch nur den einen. Noch benötigen. Aber jetzt können wir auch gerade noch warten, bis das letzte durch ist. Entschuldigung, ich war gerade auf meiner Zettelwirtschaft am Lesen. Tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen Brain AFK war. Wir brauchen noch Osmium Dust.
Osmium das. Das heißt, wir müssen mal gerade kurz hier, das hier so mal reincrushen, beziehungsweise brauchen wir auch sogar Golddust. Ein Golddust brauchen wir. Das heißt, wir machen so. Und wir brauchen Iron Zeugs. So, das heißt, wir kurbeln jetzt gerade mal noch schnell hier das Zeug mal durch die Maschine. Und ja, werden dann schauen, was wir dann jetzt gleich hier schön die letzte Maschine noch craften können, die wir benötigen. Und dann brauchen wir noch die komischen Pipes, diese Pupipe, Basic Pupipe. Pipe, auf jeden Fall, die transportieren Flüssigkeit. Das ist Fail, was ich hier mache. Scheiße. Ich hätte nicht alles durchlaufen lassen müssen, sondern nur einen. Na gut, ist nicht so schlimm. Drücken wir mal hier weiter. Dauert ja jetzt nicht mehr so lange. Sobald der Stock stehen bleibt, sind wir durch. Und dann haben wir das Gröbste hinter uns. Hopp, 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 zack. So, Stock stehen geblieben. Hopp, 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 hopp. So. Zack, zack. Also hier 1, 2, 3, 4, 5. Osmium, Iron, Gold. Perfekt. Zum Glück haben wir noch das Goldgrad gefunden. Das ist wirklich, ja, geiler Zufall jetzt gewesen. Durch die Lava, die wir besorgt haben, dass wir jetzt noch Gold hatten. Ich meine, wir hätten notfalls noch 2 Barren in der Kiste gehabt. Aber ja, warum die Barren opfern, wenn man sowieso Erz hat? So, die Maschinen sind fertig, Stromkabel haben wir auch noch, jetzt brauchen wir nur noch dieses, diese Tube-Pipe-Gedäns, warte mal, Basic, ich weiß nur Basic, irgendwas, genau, da das, die Basic-Tube, einfach Tube, okay, gut, da gucken wir gerade mal, da brauchen wir Steel und das, ja, das ist ja nicht, so schwer, bei Steel, zack, zack, zum Glück haben wir noch ein bisschen Steel und ein Glas, dann machen wir das gerade mal hier, bup, bup, bup. Und 8 Stück davon. Nice. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, wir bauen mal die Maschinchen hier gerade kurz ab, die beiden. Und werden dann jetzt mal hier anfangen, die Maschinen aufzubauen. In der richtigen Reihenfolge auch. Nicht, dass wir hier durcheinander kommen. So, als erstes kommt Purification Chamber. Dann kommt der Crusher. Als nächstes kommt die Enrichment Chamber. Dann kommt das Öflein. So, und dann muss hier vorne quasi die Maschine. Ne, das war falsch. Das war die falsche Maschine. Der Electrolytic Separator muss hier hin. Jetzt habe ich allerdings vergessen, dass ich dafür noch den Aqua Accumuleus brauche. Also so eine Wassertransportpumpe. Aber das ist nicht so schlimm. Wir werden gerade mal kurz hier einstellen. Und zwar werden wir... Warum ist das so komisch? Warte, wir bauen das gerade hier nochmal kurz ab. War gerade ein wenig verwirrt. Wir machen mal einen Input rein. Das zeige ich euch später. Ja, Output. Der Rest kann eigentlich aus. So, Output. Input, Output. Dann hier auch. Input, Output und der Rest aus. Und hier auch genau dasselbe. Input, Output. Und dann muss nur noch auf diese Seite hier eine Chest gestellt werden. Und dann sollte das Ganze auch noch funktionieren. Wir werden das jetzt gerade mal noch alles verkabeln. Ich werde... Vermutlich ist ein Windrad viel, viel zu wenig. Also ich denke mal, so 3-4 Windräder brauche ich auf jeden Fall. Aber wir kommen erstmal in die Richtung überhaupt. So, wir brauchen jetzt noch den Aqua. Nee, das war falsch. Akku. Da, das Ding. Aqueous Akkumulator in der normalen Form. Ja, den brauchen wir noch für die Transportieren des Wassers, für das Transportieren des Wassers, damit der Electrolytic Separator quasi aus dem Wasser dieses andere Zeug produziert. Da müssen wir gerade mal gucken, wir brauchen Kupfergier. Kupfergier ist nicht schwer zu craften. Dann brauchen wir noch ein Pneumatic Servo, der ist auch sehr einfach zu craften. Und wir brauchen einen Machine Frame. Da müssen wir ganz kurz warten, bis der Basic Machine Frame kommt. Okay, da brauchen wir nochmal 4 Steel.
Was ist das? Das und ja, okay, perfekt. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Ich guck mal gerade hier. Oh, hier sind nochmal 5 Stil drin. Das ist nochmal perfekt. So, wir werden jetzt gerade nochmal fix ins Bettchen gehen. Und werden dann anfangen, die Sachen gerade noch fertig zu craften. Ich glaube, wir haben aber noch kein Kupfer. Das wird uns jetzt, glaube ich, gerade mal kurz ein bisschen aufhalten wieder. Wir haben zwar Kupfer, genau, Kupfererz. Aber haben noch kein Kupfer eingeschmolzen. Das heißt, wir müssen jetzt leider nochmal kurbeln. Das ist ein bisschen blöd jetzt gerade. Aber, warte mal, ich könnte gerade aber trotzdem noch gucken. Nee, das war falsch. Stepp. Stone Gear. Genau, Stone Gear. Da brauche ich ganz normal Cobblestone und Wood Gear. Und ja, das ist nicht das Problem. Das können wir relativ simpel craften. Ja. Gut. Dann werden wir jetzt gerade mal hier noch weiter kurbeln. Und warten, ja, bis wir hier durch sind mit Kurbel. Mit der Kurbel-Action. Ich brauche 8 Stück. 8 Kupfer brauche ich. Für die 2. Gears, die 2 Zahnräder. 7, komm schon, bisschen schneller. 9, perfekt. So, schmeißen wir die gerade mal hier rein. Und werden dann, werden das gerade mal hier helfen, dann geht das schneller. Zack, zack, zack. Werden jetzt gerade mal ein paar Sticks noch machen. Und werden schon mal hier 2 Holzzahnräder machen. Dann machen wir bei Stone. Zack. Und müssen jetzt kurz warten, bis hier unser Kupfer durch ist. 4. Ich habe wieder ein Achievement. Yay. 5. 6. Könnten schon mal Wasser noch gerade holen. Brauchen ja Wasser noch gleich. Zack, zack, zack. So, 7 und 8, das ist perfekt. So, jetzt können wir nämlich hier gerade das machen. 2 hier, 2 hier, 2 hier, 2 hier. Dann haben wir nämlich die 2 auch fertig. So, jetzt müssen wir gerade noch kurz gucken. Pneumatik. Servo, das ist doch zum Mäusemelken. Wieso macht ihr das nicht? Achso, weil ich kein Glas habe. So, nehmen wir mal das ganze Glas. Jetzt müsstet ihr das auch rein theoretisch direkt machen. Genau, wir brauchen aber nur einen. Und brauchen jetzt dann noch den Basic-Dingens jetzt gleich hier, komm. Ah, da war er gewesen. Basic Machine Frame, scheiße, das war der falsche. Müssen wir wieder kurz warten. Ist ein bisschen ätzend, dass die hier alle durchgehen. So, da ist der Basic. Ja, zack. Nice. Wieso auch nicht? Wieso hätte es auch funktionieren sollen? Machen es jetzt auf die alte. Achso, ich brauche noch ein. Auch noch ein Zinn. Ein Zinn. Zahnrad, ein Zinnzahnrad, meine Güte. Boah, ich bin so überladen mit irgendwelchem Stuff. Wir holen gerade mal noch Zinn raus. Müssen dann gerade nochmal ein Wood Gear machen. Und dann nochmal ein Stone Gear. Und dann müssen wir aus dem Stone Gear nochmal ein schönes Zinn Gear machen. Und dann können wir jetzt aber hoffentlich uns den beschissenen Machine Frame hier craften. So, zack. 1, 2, 3. Hier, 1, 2, hier, perfekt. So, und jetzt müssten wir rein theoretisch auch alles haben für, ne, einen Eimer haben wir keinen. Haben wir noch Iron genug hier, ja, zack, zack, zack. Noch gerade schnell einen Eimer. Und jetzt müssten wir aber alles haben. Genau, perfekt. Das Ding ist fertig. So, jetzt können wir hier vorne gerade, ich habe keine Schaufel mehr, werden es mit der Hand gerade schnell machen, ein Wasserloch graben. Bup und zack. Muss glaube ich 3x3 zwangsläufig sein, damit es eine unendliche Wasserquelle wird, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich mache es jetzt einfach ein bisschen größer. So. Zack. Jetzt werde ich den. Ne, warte. Erstmal das Teil dahin machen. Dann das da drauf setzen. Dann kommt da schon Wasser rein, genau, perfekt. Und jetzt werde ich das Ding noch auf in Dumping Access stellen, genau. Und werde es jetzt verbinden. Und dann müsste rein theoretisch das hier, oder? Das war falsch.
das jetzt hier auch schon, genau, das bekommt jetzt schon Oxygen und jetzt kann man nämlich rein theoretisch, wenn alles richtig läuft, hier schon mal Kupfer reinlegen. Das wird dann jetzt dann mal 3 quasi. Das sieht man jetzt vielleicht, oder vielleicht geht es auch so schnell raus, das ist jetzt zack mal 3. Es geht aber nicht automatisch weiter, weil ich... Was habe ich falsch eingestellt? Was ist falsch eingestellt? Wieso geht es nicht automatisch weiter? Es ist jetzt hier schön drin. Müsste rein theoretisch jetzt einfach hier. Hey, warte mal. Das macht gerade keinen Sinn, weil hier muss ein Input sein. Und dann muss auf der Seite ein Output sein. So. Wieso macht ihr es nicht? Wo ist denn Problem? Ach, Transport-Config, ich bin so ein Depp. Nee. Ah, nein, 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 nein. Warte, ich muss auf, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich muss das hier... Warte mal. Fuck, wo war das? Ja, Auto-Eject. So, jetzt. Meine Fresse. So, das war alles richtig eingestellt. Ich muss nur Auto-Eject noch einstellen. Das muss ich bei allen machen. Dass der das automatisch, ja, rausgibt, ne? So, man sieht jetzt hier, es wurden 3, die kommen jetzt hier rein. Dann kommt das da rein. Das ist nochmal dreckiger, das hier wird sauber gemacht. Und dann am Schluss kommt dann hier schön das raus, was wir wollen. Wir werden jetzt gerade mal noch eine Truhe craften. Und werden die mal noch da hinstellen. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Haben es geschafft, ups, das war mega fail. Haben es geschafft, die, ja, Erzeverdreifachung zu aktivieren, was mich sehr, sehr freut. Und ja, würde sagen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Lasst ein Däumchen da, einen netten Kommentar und vielleicht ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein, bleibt geschmeidig. Ciao!